Hallo meine Lieben, und weiter geht's bei einer stierischen neuen Folge Dying Light 2. So, jetzt hat uns hier der Hakan gerettet, wir waren kurz davor uns zu verwandeln. Wir sind irgendwo in der Kneipe oder irgendwo rausgekommen. So, haben wir hier von so einer Tussi eine von Schädel gekriegt mit dem Baseballschläger, aber er hat uns nochmal gerettet. Jetzt haben wir uns quasi einen Biomarker holen, damit wir in die Stadt kommen. So, werden wir das mal machen. Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Bist du taub? Du solltest mit Hakon gehen. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Toll, weil du besser kämpfen kannst. Ganz großes Kino. So. Wo ist ein Hacker hin? Geil. Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da. Im Stadtzentrum. Hinter der Giftmüllhalde. Na. Ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Meine Spezialität. Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Villedor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Ach so. Was soll ich denn da überprüfen? So, alles gut so. Folgen Sie. Hier drüben. Hakan. Hakan. Ich folge ihm. Mann, nicht so schnell, Kollege. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Ach, ja, Spezialeinheit? Toll. 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Wow. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Na prima. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon! Ah, so. Jetzt quasi, wenn du keine Ausdauer hast, da runter. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Fang! Ja, danke. Heißt das, ich hätte draufgehen können?
Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Du gehst mal hier rum. Hier gibt's nämlich noch Zeug. Arzt, Junge. Was gibt's hier? Oh nicht. Sag doch, ich bin Imker. Dann rauf, schön. Will ich aufgehen, die Kiste? Ich bin auf. Soll ich nicht aufkriegen, wahrscheinlich. Na, red mal mit. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Hab ich doch vorher schon gemacht. Ach so. Okay. An Orten wie diesem wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Ich würde das mal gucken, hier, Kollege. Ich hab zwei Äpfchen geklotzt. Schönes gefunden. Rennt er nicht so schnell weg? Also, er hüpft hier rum. Komm, komm schon daher. Los, komm schon! Stopp! Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist es genauso. Und die PKs werden schlimmer. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Runter oder was?
Da hoch. Erwartet uns keine Überraschung. Das ist eine Überraschung? Nee, glaube ich nicht. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Wir werden es ja sehen, stimmt's? Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht! Plan B, lauf um dein Leben! Ich brauch so einen Scheißding. Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung! Okay. Sie sind in der Nähe. Mach schon! Was sagt er so einfach? Er versaut immer rennen hier. Da drüben, zum Licht. Hörst du das? Wir sind fast da. Nur noch ein kleines Stück. Geil, haben es geschafft. Aufmachen! Hallo! Geh ins Licht! Hakon, Na los, wacht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Wach auf! Oh. Du verdammtes Schwein! Na prima. Hakon, er ruft seine Freunde. Wir müssen zu Killian. Keine Zeit, lauf, Aiden! Schnell, sie haben uns gleich. Dreh dich nicht um, lauf! Schneller! Da kommen noch mehr von ihnen, Aiden. Wo ist der hin? Nicht mehr weit. Ja. Wir sind dort in Sicherheit.
Ich bin's. Keine Freunde hier, was? Killian! Lenk sie ab! Was? Killian! Mensch, Killian! Mach schon! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Arschloch! Halt sie auf! Kämpfen. Das zahle ich dir heim! Nein, nicht so! Nicht so! Das zahle ich dir heim! Komm, Scheiße, das sind ganz schön viele! Mach auf, du Arsch! Weg! Wir haben es geschafft. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Hakon, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, ich weiß, dass du da bist. Ja, Junge. Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir. Jawohl. Boah, wir sind sowas von am Arsch. Nochmal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Hakon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben, er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Oh, Mann, du Arsch! Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was, Hakon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Hakon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Ja, das ein beschissener Taxifahrer und Mutter Therese in einem. Aber du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst. Kochen. Das Leben wäre einfacher. Ich habe anmachen können vorhin, gell. Keine Probleme. Dann kann man reden. Ach, hier haben wir doch das Zeug drin, gell. Ist ja wusste ich doch. Extras, okay. Waffen. Zubehör. Waffen. Inventar.
nee. Aber wie kann ich das? Das verstehe ich nicht. Rucksack. Alles Zeug, aber wie kann ich mir das jetzt? Ich weiß nicht, wie das gehen soll, wie man das anzeigen sich lassen kann. Werte. Ich habe 9 von 24 Waffen. Wie geht das jetzt? Ich kann das nicht weiter. Ach so, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss quasi draufklicken. Und der hat ja noch ein bisschen. 2 Haltbarkeit. Ja, noch können wir es runterwichsen. So, wer jetzt so erzählen? Aber nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Du und Hakon, kennt ihr euch schon lang? So lange. Was meinte er, als er sagt, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Biomarker. Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Deshalb bezahlen die Leute einfach Möbel. Zum Glück haben Hakon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. So ist es. Vor morgen früh können wir nichts machen. So, da kann ich das rausnehmen. Das macht Sinn. Habe ich noch nichts gefunden. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. So ist das gemeint. Okay. Legen wir uns schlafen, wa? Aiden, Babaiden, Blödi, Babido. Such mich. Morgen, die Zentrale. Brauchen Krankentransport, over. Ja, sehr witzig. Hast du es geschafft?
Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Biomarker im Krankenhaus. Okay. Da geht's auch raus. Wie soll denn hier raus? Was sieht denn da? Artefakt gesammelt. Oh. Okay. Bleib auf den Dächern, denn wenn die Heuler dich sehen... Ich weiß. Mit denen will ich mich nicht mehr so schnell anlegen. Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Ich glaube schon nicht rein. Das Schloss ist kaputt. Kein Problem. Such den alten Bus. Ein Bus? Zur Stunde Null ist ein Bus in das Krankenhaus gerauscht. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Rein hier. Hier reinkommen. Ach hier, öffnen. War eben auch nicht da, oder? Ich bin am Haupteingang. Ich habe dir eine sichere Route markiert. Ich warte am Empfang. Das Gebäude, ha? Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt. Als alles den Bach runterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Okay, ein Haufen Scheiße.
So, meine Lieben, ich muss die Folge leider schon doch beenden. Wenn ihr das weiter sehen wollt, was Herkan, ob wir einen Biomarker finden, dann bleibt einfach dran. Und ich würde sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir ein schönes Kommentar und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Pepe.